Heute geht es um das Thema High-Definition-Liposuktion und ihr habt diesen Begriff vielleicht irgendwo im Internet oder in der Presse schon einmal aufgeschnappt. Wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und euch heute mal erklären, was versteht man eigentlich unter einer High-Definition-Liposuktion, für wen ist so ein Verfahren das Richtige und was kann man mit so einem Verfahren heute erreichen. Hallo, mein Name ist Dr. Timo Spanholz. Und ich bin Dr. Annika Waldhauser. Wir arbeiten beide in der Praxisklinik am Rosengarten. Und heute möchten wir einige Infos raushauen zum Thema High Definition Liposuktion. Die High Definition Liposuktion ist sozusagen der heiße Scheiß auf dem deutschen Markt. Also hätt's nicht schöner sagen. Wir gehören zu den wenigen in Deutschland, die dieses Verfahren anbieten. Es ist tatsächlich so, dass man bei der normalen Fettabsaugung eher daran denkt, Volumina zu reduzieren. Und bei der High-Definition-Liposuktion steht eine andere Idee im Vordergrund, nämlich ein Formungsaspekt. Das heißt, das kennt man auch unter dem Begriff Body Contouring, also das heißt das Konturieren des Körpers, die Form klarer zu zeichnen, eine Taille deutlicher zu betonen. Und das ist eben das Tolle an der High-Definition-Liposuktion, zum Beispiel auch Muskelgruppen genauer herauszuarbeiten. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz, ganz viel mit der Definition und dem Shape des Körpers und können also eure Körperform, die ja durch Sport eventuell tatsächlich da ist, aber wo die Haut einfach das nicht widerspiegelt, das können wir zum Vorschein bringen und eben eurem Körper einen ganz guten und straffen Shape verleihen. Als plastische Chirurgin oder als, nochmal, plastische Chirurgen, nochmal, nochmal, ich wollte auch mal. Die Liposuktion ist für einen plastischen Chirurgen quasi das tägliche Brot. Ja? Das machen wir jeden Tag mehrfach. Und noch haben wir halt nicht das geeignetste Mittel gefunden, um gleichzeitig auch eine richtig schöne Straffung der Haut und Körperformung hinzubekommen. Vor allen Dingen, wenn die Haut sehr, sehr schlaff ist und das Bindegewebe schlecht ist. Und jetzt freue ich mich besonders, dass wir dieses neuartige, moderne, innovative Verfahren hier an der Praxisklinik am Rosengarten anbieten können, um Ihnen die gewünschte Bodyforming, das gewünschte Bodycontouring zu ermöglichen. Oftmals wird dieses Verfahren, die High-Definition-Liposuktion, auch mit normalen Liposuktionsverfahren, modernen Liposuktionsverfahren, wie zum Beispiel wasserstrahlassistierten Liposuktionsverfahren oder auch Vaser, da gibt es verschiedene moderne Techniken, wird es kombiniert. Es ist sozusagen eine, wenn man so will, zusätzliche Technologie nach der Reduktion von Fettpolstern auch eben die Körperformung anzugehen. Das heißt, es ist ein Baukastenmodell, was man dort anwenden kann. Es ist für viele Patienten geeignet, die zum Beispiel gar nicht so sehr die Herausforderungen haben, große Fettmengen zu reduzieren, sondern die eigentlich den Wunsch haben, dass sie die Körperform verbessern wollen, dass sie auch Muskelgruppen und Konturen herausarbeiten wollen. Also auch sehr, sehr viele junge Patienten, für die ist das sehr interessant. Und es eröffnet uns hier eben ganz neue Möglichkeiten, Körperformen tätig zu werden, im Gegensatz zu nur Volumen reduzieren tätig zu werden. Also eine, wie ich finde, ein ganz spannendes neues Feld, was da für uns aufgeht. Und ich denke auch für viele vielleicht interessant, sich da mal genauer zu informieren auf unserer Homepage. Wir haben das eingeblendet und natürlich auch bei uns in der Beratung, sich dort mal genauere Informationen zu holen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass diese Methode, diese neuartige Methode etwas für euch sein könnte, dann bucht einfach ein Beratungsgespräch bei uns in der Praxisklinik am Rosengarten und wir freuen uns, euch in dieser Hinsicht auch beraten zu dürfen. Ciao und bis bald, euer Timo Spanholz und Annika Waldhauser. Ciao.